Peace Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, ich bin aktuell wieder am Stream. Vielleicht haben es einige von euch mitbekommen, einige auch nicht. twitch.tv/justinlive ohne U. Ja, ich habe gestern gestreamt und als ich den Stream gerade ausgemacht habe, habe ich gesehen, dass ein neues Video von ApoRed online gegangen ist, was uns alle natürlich sehr interessiert, und zwar, ich zeige euch alles. Millionen, Auto und Wohnung. Auto, keine Mehrzahl. Das ist für den Multimillionär ApoRed vielleicht sogar ein bisschen cringe. Wir schauen mal rein, was uns hier erwartet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Reaktionen dürfen erst nach 48 Stunden hochgeladen werden. Das heißt, das Video kommt von mir aus morgen. Von euch aus gesehen kommt es jetzt gerade in der Sekunde. Wir schauen rein. Let's go. Wir haben natürlich alle diese Mimi-Videos gesehen, wo er aufgedeckt hat, dass ApoRed ein Schnacker ist, um in seinem Jargon zu reden, dass er Insolvenz angemeldet hat, jetzt nach Dubai gegangen ist, etc. Aber ja, vielleicht ist das auch einfach gelogen, was Mimi da gesagt hat. Und wir schauen mal, was ApoRed uns jetzt beweist. Ich nehme euch kurz mit, ich zeige euch, welchen Babawagen ich drive. Und ich mache nochmal eine kleine Wohnungstour, wo ich hausiere, was ich mir vor kurzem nochmal gesneakt. Okay, er ist auf jeden Fall in Dubai jetzt, doch final. Tabo auf nebenbei. So, Freunde, heute kompletter Real Talk, aber heute mit... Was ist das denn? Das sieht aus wie Greenscreen, Bro. Aber es ist es natürlich nicht. Aber es sieht trotzdem ein bisschen so aus. Wegen der Belichtung wahrscheinlich. Dann haben wir hier diverse 100-Dollar-Noten. Warum sind die so grau-blau? Und ein Müsli-Riegel. Mit viel mehr auf den Tisch, Freunde. Heute zeige ich alles. Ist mir kackegal. Ich habe das letzte Real Talk-Video gemacht. Und ich habe gesagt, ey, ihr kleinen Goofy. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur ein paar TikTok-Ausschnitte gesehen. Aber so mäßig, das war ja alles ein Prank, dass er broke war und das zugegeben hat. So, das war so, glaube ich, die Quintessenz. Und jetzt zeigt er, was wirklich da vorhanden ist. Wenn ihr nicht glaubt, dass Klamotten in mehreren 100 Case am Start sind. Guck mal, hier ist so eine Seitentasche. Was ist das? Louis Vuitton. Nigo. Mhm. Die Legit-Checker unter euch. Was sagt ihr? Seitentasche, Freunde, ein paar Milles juckt mich gar nicht. Von denen habe ich Dutzende am Start. Sneaks, Klamotten, Autos. Ich habe gesagt, wenn ihr nicht glaubt, dann kommt her, okay. Nimmt 20 Mille. Nimmt 20 Mille und wettet gegen mich. Ey, jetzt mal ernsthaft, warum sind die so blau? Ja, so habe ich das auch irgendwie in Erinnerung, dass das so ist mäßig. Und nicht so. Ich weiß es aber nicht. Also, keine Ahnung. So sieht es aus. Okay, aber okay, wir hören weiter. Mich. Wer von diesen Goofies ist gekommen? Wer? Keiner. Keiner von diesen kleinen Ghosts hat sich getraut. Wisst ihr warum? Weil die wissen, ich bin ein Multimillionär. Die wissen das. Als ob sich einer von diesen Leuten traut. Die dachten sich, nein, die hatten die Möglichkeit gehabt. Jeder von diesen Opfer-Goofies da auf Twitch, die sich den Rücken kaputt machen. Oh, ich streame mal jeden ganzen Monat für 10. Apropos, ich streame zweimal die Woche, irgendwann zwischen montags und donnerstags, ihr könnt gerne einschalten, auf Instagram, was auch hier eingeblendet ist, poste ich das immer 2-3 Stündchen vorher in die Story, deswegen immer aktiv verfolgen auf Instagram, damit ihr das mitbekommt, und da mache ich mir auf jeden Fall den Rücken kaputt. 20 Mille nach Steuern. Für 10, 20 Mille nach Steuern. Bruder, ich lebe in Dubai, diese kleinen depressiven Goofy-Streamer, am Ende des Tages, die machen mir auch nach. Wandern hier aus, um weniger Steuern zu zahlen, der andere so, der andere da, alles Ottos, alles Ottos. Ich, wie ein wahrer Main-Character, sowieso kaum Steuern gezahlt, weil ich schon, seit wann zahle ich keine Steuern in Deutschland jetzt? Sowieso kaum Steuern gezahlt? Pff, FBI, open up. 2018 schon nicht mehr, Digga. Okay, Bro zahlt seit 6 Jahren keine Steuern. Okay, das erklärt auch die Insolvenz, aber vielleicht auch einfach, weil er halt diesen Steuer-Sneaky-Move gemacht hat. Das ist auch der Grund, warum ich hier einen super Lifestyle führe, Freunde. Super. Guckt euch mal das hier an, Freunde. So eine Aussicht. Digga, davon könnt ihr die kleinen Goofies träumen. Ja, dieser eine Streamer, der eine... Okay. Red ist auf jeden Fall nicht der Sympathieträger hier in diesem Video. Also vielleicht in Zukunft ein bisschen anders an die Videos drangehen. Red, dann kommt das so, einfach mit ein bisschen weniger Wut die Videos starten vielleicht. Der Übergewichtige da, er hat sich hat ganz gelacht, aha, Red Brokey Mokey. Der Typ, er kriegt einen Anruf von seinem Steuerberater. Ey, Bro, du bist pleite. Was sind das für... Meint er jetzt Tanzverbot oder was? Ottos, bitte. Für die ganzen Goofies, die sagen, ich habe hier kein Cash in the Tash. Und ich lebe auf Brokey Mokey Hartz IV Insi Burgi Geld irgendwo in Deutschland. Also das hat eigentlich niemand gesagt, bevor ApoRed diese Begriffe verwendet hat. Wisst ihr überhaupt, wie viel Geld hier auf dem Tisch liegt? 1,26 Mio. Steuerfrei. Completely. In Dollars. Dollars, Digga. Aber wo soll ApoRed Bargeld herhaben, ist die Frage. Von was so? Also es interessiert mich echt sehr.
So, weil er hat ja auch irgendwie mal letztens Trading-Sachen gemacht. Und bei Trading hast du ja auch kein Bargeld, außer du hebst es halt ab. Aber wieso sollte man das in Dubai machen? Ich glaube, das ist, also meine Vermutung ist, ich möchte hier auch niemandem zu nahe treten, dass das entweder Prop-Money ist, also so falschgeldmäßig für Film, oder das hat er sich halt einfach so vielleicht geliehen oder so, beziehungsweise abgehoben und zahlt es dann wieder ein. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ein bisschen sus alles. So, sind diese blauen Streifen da drauf zum Beispiel legit? Das weiß ich nicht. So halt, so diese Prop-Money mäßig. Oder ist das auf jedem Schein drauf, dieser blaue Streifen da? Okay, hier 3D Security Ribbon, a blue strip running down the bills is emmed with images that shift from 100 to bells as you move the bill side to side. Okay, das heißt, das hier ist wie so ein Holo-Ding in blau. Und je nachdem, wie du es hältst, sieht man halt entweder eine 100 oder eine Glocke, eine Bell. Okay. Und hier sieht das aus wie halt einfach nur so draufgedruckt und nicht so reflective. Was für Euros? Euros geht den Bach runter hier. Dirhams, Dollars, Lironen. Ich habe hier Future Money. Das ist Future Money, Digga. Einer von den Goofies hat mir sogar auf Instagram geschrieben. Ey, ja, komm, ich würde die Wette eingehen. Ich habe dann gesagt, ja, okay. Dann nimm für jede einzelne Sache, wo du sagst, ich schnagge, 20 Mille, komm hier zu mir, nach Dubai, nach East, nach Hamburg. Okay, also ein YouTuber wollte eine Wette eingehen mit ApoRed, dass ApoRed lügt. Und ApoRed hat gesagt, okay, für jede Sache, wo ich lüge, setz 20.000 ein. Ich setz 20.000 ein. Und wenn ich lüge, dann kriegst du das Geld. Wenn du lügst und ich recht habe, dann krieg ich das Geld. Das ist schon mutig so. Und das ist auch low-key ein Beweis dafür, dass ApoRed so nicht trash-talkt. Aber wieso wurde das dann nicht gemacht? Hau dich los! Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sich nicht mal gemeldet. Kuchen-TV, Digga, du hast einfach einen kleinen P. Was? Oh, Kuchen-TV. Hätte für uns alle diese Wette eingehen sollen und wir hätten uns das dann so einfach vor Ort angucken können. Oder was sagt er dazu? Kuchen, schämst du dich überhaupt gar nicht? Sagst du, ja komm, komm, dann sage ich, ja komm doch her. Und am Ende meldest du dich nicht. Einfach full peinlich. Alle von denen sind peinlich. Jeder von denen, kann man gar nicht ernst nehmen. Die 20 Mille Wette ist sowieso jetzt abgeschlossen. Keiner hat sich getraut, alles eierlose Goofies. Für Leute, die sich fragen, wie hat jetzt diese Mios auf den Tisch gepackt? Aber dass er die Wette jetzt so abbläst, das ist wiederum ein bisschen sus. Weil wenn man immer noch daran glaubt, dass ApoRed halt broke ist, dann könnte man diese Wette ja eingehen, auch nachdem er das Geld hier gezeigt hat. Wieso sollte ApoRed diese Wette zurücknehmen, ist die Frage. In bar. Man weiß ja, in Wertanlagen ist genug am Start, aber in bar, Digga, wie? Digga, ich habe sogar vor kurzem noch wieder einen super Riecher gemacht und zwar habe ich einen Trading-Hasen aktiviert. Ganz entspannt, Bitcoin, Freunde, vor einer längeren Zeit eingestiegen und jetzt, Freunde, Bitcoin aktuell. $65.000. Ja, okay, aber Bro, zeigt das auf irgendeiner random Seite so. Warum zeigt er nicht sein Depot? Ganz entspannt, ne? Gut, perfekt eingestiegen, immer einen guten Riecher gehabt. Ich möchte ihm ja gerne glauben. Red, wir möchten dir glauben. Aber dann zeig doch nicht einfach so Bitcoin-Kurs, sondern so zeig so dein Portfolio. Oder war das sein Portfolio? Ich schau mir das mal an. Was ist das? CoinDesk. Ja, das sieht halt aus wie der normale Kurs so. Bro hat einen Tab offen. Ne, gut, perfekt eingestiegen, immer einen guten Riecher gehabt, aber auch schon damals 40 Bitcoins gehabt, 2018, gutes 40 Bitcoins. Cash gemacht nebenbei. Das Geile in Dubai ist nochmal, ihr habt nur 1% Umtauschgebühren, ne, deswegen vielfältig unterwegs. Trading Hase hat mir sowieso gefallen. Ich brauche kein YouTube machen, ich brauche kein hier und da machen, ich mache einfach smarte Dinge. Warum will der das denn an allen beweisen, wenn er das gar nicht braucht? Gott sei Dank bin ich nicht wie so ein Streamer abhängig von Twitch oder von YouTube oder hier und da. Ich muss jetzt nicht auf Krampf die ganze Zeit auf TikTok live streamen, wenn dann mal so auf Joke mal hier und da rechts, links. Digga, ich lebe mein Leben und mache Real Money. Real Money. Ich meine, schaut euch mein Office an, was ich hier angemietet habe. Ich habe hier mit die beste Lage in Dubai. Habt ihr mal? Ich glaube, das ist wirklich eine gute Lage da. Ist das, ja, ich weiß nicht, wie die Area heißt. Marina oder so? Nee. Keine Ahnung. Downtown JBR, irgendwie sowas. Irgendwas wird es davon vielleicht gewesen sein. Eine Wohnung gesehen, Digga? Wo ich hausiere? Mitten in Downtown. Burj Khalifa, ich mache da einen kleinen Spaziergang. Wenn man die Stories verfolgt hat, der weiß Bescheid. Während diese kleinen Goofies sagen, ja, der lebt irgendwo in Deutschland, Digga, auf Ghetto-Basis hier. Hier. Freunde, genug geredet. Ich würde sagen, ich nehme euch kurz mit. Okay, ich zeige euch, welchen Baba-Wagen ich drive. Und ich mache nochmal eine kleine Wohnungstour, wo ich hausiere, was ich mir vor kurzem nochmal gesneakt habe auf nebenbei. Und dann kann man da gerne spekulieren, ne? Ist das hier gemietet, ist gekauft, ist auch scheißegal. Wohn mal einmal an so einem Ort. Wo mal? Ja, okay. Es ist dann auf jeden Fall gemietet, wenn er das so sagt. Diese kleinen Streamer, die wohnen in einem Kinderzimmer. Die sind da in einem Kinderzimmer, haben da ein paar LED-Streifen irgendwo aufgebaut und fühlen sich wie die Allerkrassesten. Versuch mal einen Tag, meinen Lifestyle nur zu halten.
Schafft keiner. Let's go. So, Freunde, okay. Natürlich frage ich die Hasen, was für ein Baba-Wagen fährt ApoRED in Dubi. Und ja, die Crypto Profits wurden natürlich gut invested in einem schönen, leckeren G63 AMG Brabus. Okay, Brabus weiß ich jetzt nicht, weil da wäre hier vorne ein B drauf. Es ist auch nicht die neue G-Klasse, sondern die von vor dem Facelift. Und wenn das Kennzeichen nicht gezeigt wird oder eine fünfstellige Nummer hat, ist das ein Rental. Und er sagt ja, seine Kryptogewinne wurden investiert in eine G-Klasse. Heißt, er will suggerieren, dass es gekauft ist. Das Auto. Umbau natürlich hier echtes Carbon, wie man es kennt vom allerechten. Eine G-Klasse von 2016. Top. Schön. Ja, okay. Er sagt es auch, 2016, ja, Bro. Mit Sternhimmel, 440.000 Dirham. Kann man mitnehmen, Freunde, komm mal mit. Wir drehen jetzt hier ein paar Runden, Freunde. Wir fahren jetzt rüber in meine Wohnung. Let's go. Ja, okay, aber die geben sich halt schon echt sehr, sehr viel Mühe, dieses Kennzeichen nicht zu zeigen, so. Das Gute an Dubai ist, hier habt ihr überall Wallis. Ne? Gibt ihr schön Lieblingsrestaurants, ne? Gibt ihr schön... Was halten wir davon, Leute? ApoRED sagt, er wäre Multi-Millionär und fährt in einer 2018er G-Klasse rum. Es ist kein schlechtes Auto. So, ich will niemandem zu nahe treten. Ich finde das Auto sehr fresh. Aber so wie er hier in dem Video, ja, post fast schon. Ja, hier 1,2 Millionen Dollar bar. Das sind nur ein paar Assets. Sonst habe ich noch viel da drin. So Immobilien, Dubai Office, Dubai Wohnung und so. Also das passt irgendwie nicht dazu, weil ApoRED wäre der Erste, wenn er 5 Mios hätte, der sich halt die neue G-Klasse holen würde. So, einfach um zu sagen, man hat die neue. Checkt ihr, was ich meine? Nimm den Wagen ab, ganz entspannt, die parken den für euch. Sehr, sehr praktisch, weil sonst immer 10 Jahre Parkplatz suchen, rechts, links, hier und da. Aber hier so, große SUV, Pflichtprogramm. Wir fahren jetzt rüber in die Wohnung. Oder festmachen, ja, fest anschnallen hier, Freunde. Ich hätte das Office sehr gerne gesehen, muss ich sagen. Na, der Wagen ist nicht langsam. Schaut euch mal hier die Aussicht an, Freunde, super duper, ey. Grandioses Wetter, das liebe ich. Während in Deutschland meine Hater frieren. Chillig. Ich weiß nicht, ob das vielleicht wieder ein Prank ist, das Video, aber also ob er versucht, so bewusst extra so ein bisschen unsympathisch zu wirken, so, weil so, das würde keiner sagen. So. Ich hier gerade in Dubi, top Wetter, top Laune, People, nicht auf Depri unterwegs, auf gute Laune. So, so mögen die das, Digga. So, wir fahren jetzt rüber zu mir, kleine Tour auf Süß. Eine schicke Wohnung, wie man es kennt. Na, man hat da seine gewissen Maßstäbe, die man halten muss, wenn man es kann. Und ich sage, sehen wir uns gleich. Let's go. Let's go. Gehen wir rüber zur Wohnung. So, das ist das Haus, in dem ich schon seit letztes Jahr lebe. Wir gehen mal rüber. Ah, da habe ich sowas von Mimi gesehen, dass er irgendwie so gesagt hat, er ist irgendwie in so einem Penthouse oder so. Und dann war das so mäßig hier unten diese Wohnung oder so. Ja, also es ist, glaube ich, bestimmt cool, da zu leben. Aber auch es stimmte halt nicht, was ApoRED gesagt hat mit dem Penthouse. Weil Penthouse wäre hier oben und nicht hier in diesem unteren Quadranten. Sieht auf jeden Fall sehr impressiv aus. Auch einer der krassesten Tower in ganz Dubai. So, Freunde, kommt mal rein. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall eine ganz entspannte Zwei-Zimmer-Wohnung mit Gäste-WC. Ist aber so kein Schnagger-Ding. Also wir haben eine große Zwei-Zimmer-Wohnung mit knapp 80 Quadratmeter, super viele Einbruchschränke auf Bibis Beauty Palace angelehnt. Küche, na, okay, ist nicht ganz sauber, ganz, ja, ein Putzdienst. Putzdienst klärt das immer einmal die Woche, ich habe gar keinen Bock darauf. Wohnbereich, super angenehm. Ja, ist gut. Ist, also jetzt mal, wir vergessen mal kurz, was ApoRED vorher alles gesagt hat. Es ist wahrscheinlich eine wunderschöne Wohnung. So, Einrichtung ist immer Geschmackssache, aber so vom Schnitt her 80 Quadratmeter ist Bombe. Aber dafür, dass er halt so allein in bar 1,2 Mio hat und noch voll viele andere Sachen hat, finde ich, wäre ApoRED auch der Erste, der sich eine Wohnung mit 200 Quadratmeter holen würde. Jetzt so rein von meinem Riecher her. Das wichtigste Highlight sind natürlich, Digga, die ultra hohen Decken. Ne? Ich knapp 1,90 groß, seht ihr ja, ne? Digga, ihr seht behindert hoch, ne? Road to 4 Meter, so ein Ding. Schöner Bereich hier, Fernseher da, Terrasse. Road to 4 Meter. Kann man ja auch einmal abchecken, ist, glaube ich, auch ein stabiles Merkmal hier. Guck mal hier mit der schönen Aussicht da. Das kommt schon krass, das kommt echt krass. Schön auf Kanalblick angelehnt, super. Also kommt immer richtig nice, wenn man so auch aufsteht. Da kriegt man auch direkt wieder gute Laune. So, gehen wir mal rüber. Wichtig auch immer, ApoRED auf super minimalistisch. Die Wohnung muss immer clean sein. Wenn die Wohnung nicht clean ist, ist euer Kopf auch nicht clean. Merkt euch das. Schlafzimmer ist jetzt nicht so ein Schnagger-Ding, ne? Groß. Geräumig, man hat hier schöne Einbauschränke, wo ihr noch richtig viel platzieren könnt. Schaut euch mal diesen Spiegel an, Freunde. Okay, aber auch da, er hat Klamotten im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Wie sollen die bitte in den Einbauschrank reinpassen? Schöne Einbauschränke, wo ihr noch richtig... So, wer ist dein Kameramann eigentlich?
Das konnte man da mal kurz sehen. Okay, kenne ich nicht. Keine Ahnung. Richtig viel platzieren könnt. Schaut euch mal diesen Spiegel an, Freunde. Ja, hier Gardine auch bitte oben nochmal festmachen, Red, ne? Der ist gigantisch. Dann habt ihr auch nochmal schön den Blick auf den Kanal. Super schön. Auch tagsüber kommt sehr, sehr gefährlich. Muss auf jeden Fall Instagram Stories abchecken. Ja, hier so. Was wurde hier gemacht? Sonst macht man hier sich die Haare mal fresh, rechts, links, hier und da. Mhm. Und wichtig, auch ganz wichtig, ist eine Ensuite-Toilette. Ne? Ja. Ganz, ganz wichtig. Also Ensuite ist so Max Flex, so, das ist auch ganz, ganz wichtig. Hier so Bro hat Laminat in seiner Dusche? What? Hier so ein paar Sachen. Und dann diese pinke Duschgel? Hm. Und ist alles drin verstaut. Also CeraVe Sonnencreme, Axe Deo, bisschen was zum Rasieren, okay, okay. So viel mehr Stuff, weil ist auch auf jeden Fall ein schickes Badezimmer. Kann man machen, kann man taken. Ja, das Ding ist, man kann das natürlich auch übertreiben, man kann sich auch eine Villa holen, aber die Frage ist, braucht man das? Ich bin hier alleine am Start, warum brauche ich jetzt unbedingt mehr? Also habe ich lieber eine schön große... Warum braucht man dann aber 1,2 Millionen Euro in bar? Ordentliche 2- oder 3-Zimmer-Wohnung, bin voll zufrieden. Boah, ich habe jetzt hier kein Office in meiner Wohnung, das ist separat. Was braucht man noch mehr? Also hat er auf jeden Fall recht so, aber ich würde ApoRed halt anders einschätzen, wenn er wirklich richtig am Ballen wäre. Leute, sich fragen, wie viel kostet der ganze Spaß? Der ganze Hase ist gemietet und kostet mit allen Kosten rechts, links, overall 15.000 Dirham. Das entspricht so ja, 3.750 Euro. Ist viel, I know. Aber man muss aber sagen, ist er einer der besten Lagen. Für ApoRed ist es halt eben nicht viel. Ganz Dubai, ihr habt Kanalblick, ihr könnt zum Burj Khalifa zu Fuß laufen. Das dauert keine 15 Minuten. Also wirklich Top-Lage, ihr habt schöne Cafés um die Ecke. Ja, ist halt geil, Digga. Jetzt kann sich halt nicht der ein oder andere Streamer, ob es jetzt ein Trimax ist oder sonst wer jemand. Ja, so ein Trimax kann sich das ganz, ganz locker leisten, glaube ich. Also kurz auf nebenbei leisten, muss man das aber natürlich sagen. Die bleiben natürlich weiter im Kinderzimmer. Real Talk. Freunde, bitte mehr Videos. Ja, gut. Aus Dubai sehen wollt, dann lasst doch mal gerne einen Daumen nach oben. Ja, super gerne. Ja. Gerne auch eine Office-Tour, damit wir das auch nochmal so Architectural Digest-mäßig begutachten könnten. Ja, war doch sehr unterhaltsam. Und ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bleibt auf Insta aktiv. Ja, werden wir machen. Leute. Gerne eure Meinung dazu, zu diesen ganzen Impressionen, die wir bekommen haben, gerne in die Kommentare. Eure Schätzungen seines Vermögens auch. Und dann sehen wir uns auf Twitch wieder am Montag mit Special Guests. Zwei Gäste. Ja, und dann machen wir uns den Rücken krumm für 10, 20k im Monat. Ciao.